Kinder, was geht bei euch ab? Willkommen zur zweiten Folge Rascht. Wir schlafen noch, haben wir nicht in den Busch gepennt? Ah ja, hat ja super geklappt, oder? Hat super geklappt. Wo ist unser Lagerfeuer? Moment, erst kurz gucken. Vorne läuft irgendwas. Sieht aus wie ein Hirsch. Okay, unser Feuer war hier vorne irgendwo. Macht aber auch nichts. Wir haben ja extra alles rausgeholt. Das sieht aber aus wie ein Wolf, oder? Oder wie ein Hund oder sowas. Ah ja, das ist ein Hirsch. Hast du gesehen, das Geweih gerade eben? Da ist es und... Es ist immer noch da. Okay, gut. Kann ich mal das verloren? Wahrscheinlich kann ich noch einfach abstechen. Jetzt ist er fortgerannt. Ha! Ha! Zwei Pfeile rein, tot. Halt! Ja! Ja! Mehr! Mhm. Aber die Pfeile habe ich nicht wiederbekommen. Seht mal da, ein Lager. Shit, 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 das ist ziemlich nah an unserem Ding dran, ne? Gucken wir halt mal, was da unten in diesem Lager los ist. Vielleicht können wir was klauen. Sieht schon mal ziemlich dick aus. Ah, das sind Außentruhen, perfekt. Shit, da, die brauche ich nicht. Ja, wäre auch zu schön gewesen, ne? Was können wir denn hier? Können wir hier Wasser abzapfen? Wir brauchen einen Container. Small Water Bottle. Dafür brauchen wir noch Cloth und wir brauchen noch Animal Fat. Guck mal da. Da geht's rein. Ha. Also ist es wahrscheinlich schon ausgeräumt, das Haus. So wie das aussieht, ist da jemand eingebrochen. So, die Schwierigkeit besteht jetzt darin nicht, wenn ich da jetzt runterfalle, bin ich vielleicht drin gefangen. Weil außen sonst nichts mehr offen war. Oder ist hier noch irgendwo offen? Da öffne ich nichts. Ach komm, die Tür ist sogar offen. Ich hoffe, das ist keine Falle. Die Truhen sind alle leer. Doch, da... Ja, Kohle. Ihr wisst ja, ich bin ein Fuchs. Ich brauche am Anfang... Brauche ich alles. Ach cool. Das ist zum Bauen, okay. Das ist sehr schade. Also sonst ist hier nicht mehr viel. Ist da noch was? Nein. Ha. Durch diesen übelsten Sprung habe ich jetzt hier einiges... noch kriegen können. Was haben wir denn hier? Das geht noch ein bisschen... Den Stein mache ich weg und hole mir noch das hier raus. Ja, immerhin noch ein paar Werkzeuge geklaut. An das da oben hat wohl nicht jeder, der hier drin war, gedacht, dass man da rumspringen muss oder dran springen kann. Aber sonst war es jetzt auch hier. Also ich glaube, wir müssen einfach weiterziehen. Und am besten auch irgendwie noch ein paar Tiere killen. Wir brauchen nämlich Cloth. Oder wir gehen in den Wald und suchen nach den Hanfpflanzen. Da steht schon eine. Ich nehme noch ein paar Hanfpflänzerchen mit und kann dabei vielleicht noch diesen Bären killen, der letztes Mal hier war. So, 20... Der Bär muss hier irgendwo gewesen sein. Hier ist er rumgerannt letztes Mal. Da sind Pilze. Oh ja, kann ich auch mitnehmen. Ich denke, das war eine gute Entscheidung, hier oben lang zu gehen. Guck mal da. Alter. Ich hab irgendwas weggeschmissen, ne? Gerade eben. Ja, mein Inventar ist zu klein. Das waren meine Schuhe, die da runtergefallen sind, oder? Ja, vielleicht findet man da unten noch was in dem verstrahlten Bereich. Muss ich halt vorsichtig sein. So. Oh shit, nee, nee, nee. Ich renn weg, ich will jetzt nicht sterben direkt wieder. Jetzt wo wir hier endlich mal ein bisschen was erreicht haben. Ich brauche irgendwelche Klamotten noch, dass ich da nicht so in diese... Dass mir die Strahlung dann nicht so sehr zusetzt. Aha. Guck mal da. Und da ist direkt ein Tier, sehr gut. Zack. Ich dachte kurz, der wird mich verarschen. Ist einfach in die Wand gegrafikt. Den schlage ich lieber mit einem Stein kaputt, damit ich meine Waffe nicht so verbrauche. Oder kriege ich davon mehr? Na, ich gehe lieber mit den fortschrittlichen Waffen dran. Ha, was ein Sprung. Ja, eine bessere Hose. Steine. Ein Schlüssel für das Schloss. Ja, komm, so viel Kohle brauche ich nicht. Und hier ist leider nichts mehr drin, schade. Ich habe nur noch 20 live. 19. Ich muss erstmal ein Ding machen, ein Feuer. Und dann müssen wir uns das restliche Fleisch noch brutzeln, das wir da noch haben. Ich gehe mal schnell runter und hole noch etwas Holz. Und dann können wir auch unser Campfire dann einfach hier unten aufstellen. Wir stellen es einfach hier nirgendwo auf. Campfire aufbauen. Campfire anmachen. Und das Fleisch neu schmeißen. Da. Zack. Und solange das brutzelt, können wir uns dann noch ein bisschen umschauen. Vielleicht sind wir auch mal wieder einen Stein zum Abbauen. Ha! Ins Bäh! Ja, bin das Pferd. Das Pferd reitet einfach ins Haus. Oh, guck mal, der hat das sogar so ein bisschen in eine Höhle gebaut. Das ist ja schick. Ah! Scheiße, was war denn das? Oh Gott. Ist mir wurscht, schnell weg hier. Wenn der noch irgendwo anders erfallen hat, dann sterbe ich hier noch. Das Pferd lockt mich einfach in irgendwelche Fallen. Schauen wir mal, wie weit das jetzt hier gebrannt ist. Die Sonne ist ja echt ultra krass. Oh. Shit, das ist ja abgefackelt. Man darf das auch nicht zu lange im Feuer drin haben. Alter.
Ein Stück liegt noch drin. Ey, krass. Wie kann ich denn mein Leben noch erhöhen? Das erhöht sich jetzt ja ganz langsam durch das Fleisch, glaube ich. Ich verlasse diesen Ort. Oh shit, was ist das? Ein Schwein. Zweimal getroffen. Ist tot, ja. Das Blut, wie es spritzt. Ah. Schade, das rohe Wolffleisch. Ich hab zu viele Bandagen gemacht. Das brauche ich nicht. Ich muss mal keinen Plan herstellen am Anfang. Da hinten sind Häuser oder so. Irgendwas Großes. Geil. Ich brauche endlich eine Stadt oder so, wo ich gescheite Waffen finden kann. Da oben sind richtig große Sachen. Ich hoffe, das ist nicht von Spielern gebaut, aber es sieht irgendwie so aus. Ich will eigentlich auf eine richtige Stadt jetzt treffen. Ha! Gott, bin ich gut. Ist der Speer jetzt weg? Dann ist der Speer jetzt natürlich im Arsch, ne? Klar. Ich bin der Pferdemörder. Aber ich habe jetzt auch schon wieder 8 Fleisch. Das ist sehr schön. Ich will in so eine Stadt, in so eine alte, die so nur so ein bisschen verstrahlt ist. Nicht so ultra krass wie das andere. Ich denke, wenn wir da den Strommasten folgen, ist es schon der richtige Weg. Aber das hier oben könnte natürlich auch was sein. Guck mal, da ist ein richtig schönes Strohdach. Und die Tür ist sogar offen. Das ist komplett fast komplett eingerissen. Das heißt, da wird es nicht mehr viel geben, das man holen kann. Aber manchmal ist das, was für andere unbrauchbar ist, für mich ja noch so ein bisschen brauchbar. Aber nein. Es kommt natürlich viel auf die Idee, hier oben zu bauen. Ich wollte ja auch oben in dieser Schneelandschaft bauen. Shit, das ist einfach wirklich nur was von einem Spieler. Irgendwas Riesiges. Wahrscheinlich dappe ich ja gerade ins Adminhaus rein. Ich räube jetzt die Admins aus. So, sag mal jetzt. Ich habe auf jeden Fall schon mal echt eine grandiose Aussicht von hier. Oh, da leuchtet irgendwas. Ne, dass hier irgendwelche Laserabwehrgeschütze an ihrem Teil haben. Wer weiß, was man hier bauen kann. Ich will eigentlich nur diesen Berg nutzen, um ein bisschen runter gucken zu können. Das da hinten ist doch... Ist das auch was von einem Spieler? Fuck, 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 fuck. Ah. Ach, scheiß die Wand an. Ich will da durch, verdammte Kacke. Voll auf die Fresse bekommen, ey. So. Oh, oh, da unten läuft jemand. Habt ihr das gesehen? Da ist ein Spieler gelaufen. Da hinten brennt auch Licht. Okay, ist mal ganz runter. Vielleicht bauen wir noch geschwind was ab. Mit unserer ultra coolen Axt. Wow, wie viel da rauskommt. Nehmen wir das vergleichsweise wieder. Lächerlich. Ja, mit dem richtigen Werkzeug kann man schon einiges machen. Deswegen muss ich jetzt aber auch echt schauen, dass ich... Ne, ich muss mir jetzt einen kleinen Platz... Ich muss irgendwas haben, ein kleines Haus oder sowas. Damit ich die Sachen verarbeiten kann. Sonst hat es keinen Sinn. Flugzeug. Fliegt irgendwo was. Airdrop Station, ich geh's hier gleich ab. Vielleicht fliegt hier was bei mir runter, das wäre krass. Da, was war denn das? Oder, das ist einfach nur Licht oder was? Ich nehme an, der hat schon abgeschmissen, sonst würde man... Ja, da ist hinten das Levelende. Okay, das heißt, ich muss auf jeden Fall nach links. Ja, geil, das ist so ein Minenteil. Ne, irgendwas, was aus dem Boden rausholt. Bushaltestelle. Ajo. Oh, ich hab Schiss, dass hier jetzt einer kommt und mich totschlägt. Käse GmbH. Dann betreten wir mal die Käse GmbH. Krass, gibt's ja Klapperschlangen. Das wäre jetzt aber uncool. Naja, völlig. Au. Diese scheiß verkackten Spikes. Also verdeckte Spikes sind schon echt geil. Ich habe es ja auch gelernt. Da hinten ist endlich... Ja, hier ist irgendwas. Ein Airfield, glaube ich. Oh, geil. Ein riesiges Airfield. Ich hoffe, das ist nicht so hart verstrahlt. Scheiße, Verstrahlung. Nein. Ach, fuck. Ich brauche Radklamotten. Ich brauche irgendwas gegen die Strahlung. Ich muss mich erstmal vollfressen. Okay, Leute. Scheiß auf alles. Es wird jetzt auch gerade ein bisschen heller. Ich würde sagen, unser Ziel ist das beleuchtete Haus. Ich renne jetzt einfach hin und hoffe auf das Beste. Komm schon. Rennen, 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 rennen. Wow, keine Ahnung, was ist hier für eine Scheiße. Okay, und schnell wieder weg. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Das war's schon. Hätte ich von hier rangehen müssen. Oh, was ist denn da hinten für ein geiler Ball? Campfire ist am Start. Ich brauche noch irgendwas, was mir direkt Leben gibt. Und nicht mehr so viele Pfeile. Komm, ich renne dann noch kurz in dieser Kuppel da hinten hin. Solange das Essen vor sich hin brutzelt. Ah, Pilze. Jawohl, aber ich sehe. Oh Gott, wow, ich bin so ein Schütze. Ich stehe vor dem Vieh und treffe nicht. Ultra peinlich. Gib mir dein Kram, du Schwein. Lalalala. Was könnt ihr denn aus diesen Knochenfragmenten machen? Ah, mein Fleisch verbrennt gerade wieder, fällt mir ein. Da muss ich jede Stufe hochspringen. Oh, was ist da hinten? Ah, ich muss kurz hier hochspringen, Leute. Tut mir leid. Ah. Vor dem Ding haben wir bestimmt eine super Aussicht. Von daher, komm, hüpfen wir halt hoch. Ah, das Fleisch verbrennt. Wo ist denn jetzt nochmal der Hangar? Auf, hoch mit dir jetzt. Ultra die geile Aussicht. Oh, das sieht auch nicht schlecht aus. Da steht ein kleiner Schulbus. Das ist vielleicht so eine Busbetankstation.
Da hinten kommt gar nichts. Doch, da ist irgendwas sehr großes. Könnte von einem Spieler gebaut sein. Und der Weg führt jetzt einfach... Ne, halt, da ist er, da komme ich ja her, da ist er, der Hangar. Ah, nicht wirklich hilfreich. Bam, 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 komm schon, renn. Jetzt rennen wir nochmal darüber zu dem Schulbus, scheiß auf unser Fleisch, das wird schon nicht so arg verbrennen. Vedus, auch Elektro-Schmuck. Ne, ich hoffe, das ist nicht atomar irgendwie... Natürlich. Super. Super. Ich weiß nicht, ob wir das überleben. Weil die Verstrahlung so lange anhält. Früher hat man so Pillen gehabt, genau. Hopp. Nein. Fuck. Ich glaube, wir verrecken hier. Pilze! 8, 7, 8. Oh Gott, ich verreck. Shit, ey, wegen diesem blöden, verkackten Bus. Fuck. Natürlich war das Fleisch schon hardcore verbrannt. Hier liegt es auf dem Boden. Noch schnell die Leiche finden, damit ich für die Aufnahme heute noch alles erledigt habe, nicht wahr? Und nächstes Mal, Kinder, da kommen wir nicht drum rum. Dann müssen wir... Ich muss doch ein Lager bauen. Also ich kann nicht mehr so jetzt so ewig rumrennen. Hier müssen wir jetzt irgendwo liegen eigentlich. Da liegen wir ja schon. So wunderschön. Schaut es euch an. Ihr werdet es nicht glauben, gerade eben auf dem Weg auch zur Leiche ist mir natürlich noch ein Bär in die Quere gekommen. Hat mir einmal in die Fresse gehauen. Man musste über diesen scheiß Flugplatz laufen. Okay, nackiger Mann. Wir haben wieder alles. Ich werde hier oben bei der Kuppel, in der Nähe der Kuppel, jetzt einfach ausschalten. Ich denke am besten hier in diesem Busch da vorne dran. Und dann schaue ich, wo wir als nächstes hinlaufen, wo die nächste Stadt ist, damit wir da vorankommen. Und dann einfach Häusel bauen und dann zack, 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 Lager aufbauen, ne? Und wenn ich dann auch etwas Gastfreundschaftlichkeit bieten kann, dann kann auch mal jemand von euch mitmachen. Und, in mein Haus kacken. Ja, bis dahin, macht's gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.